So, weiter geht's mit Assassin's Creed Rogue. Wir sind da, wo wir zuletzt aufgehört haben. Viel Spaß beim Video. Wohin? Wo uns die Templersache hinführt. Liam, seit wann segelt ihr ohne einen Plan? Plan oder nicht? Wir wählen unser Schlachtfeld selbst. Und hey, sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr. Setzen wir Segel. Halifax. Wir haben nur eine Spur, Shay. Wie komme ich denn nach Halifax? Aha. Führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, dass Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vorläuferschatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Chef. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro. Über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt. Studiert das wenige Wissen über die Edensplitter. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen. Sorry, dass ich gerade nicht viel sage. Ich höre den beiden zu. Natürlich. Liam, ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Worte des Lieblingssohns. Connor ist sein liebster und einziger Sohn. Dann Achilles Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinzregent der Assassinen. Nennt mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer. Da vorne ist es schon. Boah. Damals auf Xbox 360, das ist jetzt ein, zwei Jahre her, habe ich das monatelang nur gezockt. Ich habe die Story mehrmals durchgespielt. Und dann bin ich einfach nur umhergeschwommen, dumm mit dem Schiff. Und habe einfach nur andere Schiffe versenkt. Die ganze Zeit, nur um das Geld zu bekommen, was ich gar nicht brauchte. Ich hatte mehrere 10 Millionen. 10 Millionen. Ich meine, Hauptaccount habe ich jetzt gerade mal, obwohl ich den 2-3 Monate gespielt habe, habe ich da gerade mal 2-3 Millionen. Gut, ich bin auch, habe jetzt auch das Schiff komplett aufgerüstet auf meinem Hauptaccount und spiele das Spiel auch gar nicht mehr jetzt da. Vertraut mir, diese Ummer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Mein Augen. Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Wenn die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stünden die Rosbifs doch nur, dass die Templer die Fäden ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte. Und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam,
Was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Ei, ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Ferno. Ah ja, das kenne ich schon. Da hinten ist das Schiff. Hey, die bekämpfen sich. Ein englisches Schiff. Steckt wohl in Schwierigkeiten. Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihnen bei der Reise zum Grund behilflich sein. Lass uns nicht übereilen. Vielleicht kommt ihr von mir ran. Werft doch einen Blick durch das Fernrohr. Seht hin. Ich sage, das ist ein guter Tag für die Chance. Gebt acht. Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Zu viel und sie geht mit Mann und Maus runter. Und unserer Beute. Aber noch früher, bevor die Crew weiß, was los ist. So, Enter. Das sind jetzt die Briten, die wir angreifen. Wir sind auf der Seite der Franzosen und der Piraten momentan. Ob sich das ändert, kann ich nicht sagen. Aber in meinen Augen sieht das hier aus wie ein Schiff. Wie ein ganz normales Schiff. Eine Brick halt. Und das da sieht aus wie ein, ja, sinkender Schoner. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. Boah, sieht einfach wunderschön aus. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Da kommen wieder Erinnerungen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay. Sie entkamen einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Ah, ist es. Und hier helfen die Assassinen König Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Der Kampf übersteigt politische Grenzen, Shay. Versteh, Shay. Ein kleines Fischerdorf. Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Hi. Mercier und Fischfang gehen Hand in Hand. Tja. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Da musst du da Augen aufmachen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht die Abwehr. Bei der Melodie, der kleinen Hintergrundmelodie. Und der Optik kommen Erinnerungen hoch. Wunderschöne Erinnerungen. Guckt euch diese Grafik an. Gut, die Grafik ist nicht die schönste, aber das Spiel ist auch alt. Ich glaube, das kam 2013 raus. Keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall kam das vor Odyssey, vor Rogue, vor Dings raus, na? Ach, keine Ahnung, weiß gerade nicht, wie das Origins raus, so. Nach Black Flag, aber ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob danach noch ein Teil kam nach Black Flag, außer der hier. Ach, unter mir. Ja, was darf es denn heute sein? Das weiß ich noch nicht. Kaufen. Morrigan-Verbesserung. Rumpfpanzerung. Oh,
Freizeitkanon. Und je mehr Schiffe man entert quasi, desto mehr Leute kriegt man auf dem Schiff. Vorausgesetzt, man tötet die gegnerischen Gegner regelmäßig oder schnell genug. Sonst töten die nämlich deine Leute. Segeln wir weiter nach Anticosti, Captain. Bien sûr, le chasseur erwartet uns. Das Meer von hier bis Anticosti ist drauf, Captain. Das hast du schon aber mal gesagt. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Was ist da los? Briten und... Briten? Briten und Franzosen. Von Perse. Feindschiffe! Sie versenken die Fischerboote. Sie glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Feindlinge müssen zahlen. Und was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Anticosti. Was sagt ihr? Mit euch überein, Shay. Wunder gibt's immer wieder. In 3 Minuten, da bin ich ja mal gespannt. Fuck, ich bin in einen Eisberg geraten. Ein Schoner, ein Kanonenboot. Das sollte jetzt nicht das Risiko werden. Boah, mit so einem kleinen Ding, die gab es ja tatsächlich damals, so ein Kanonenboot. Da stehen ja hier 5 Leute auf dem Deck, sagen wir mal, unten im Lagerraum oder wo die schlafen. Vielleicht hat er schon alles für uns herausgefunden. Da liegen quasi, oder bisher denn die Kajüte. Wahrscheinlich. Und da. Freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meinst du nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund. Danke, dass ich ausreden kann. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Oh, sieht das geil aus. Sie sind erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen. Und würdet ihr lächeln und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Natürlich nicht. Das sind mörderische Bastarde, die die Welt und alles darin beherrschen wollen. Vergesst das nie. Und wir haben natürlich nichts mit ihnen gemeint. Da ist es. Anticosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. So. Dann sind wir auch schon angekommen. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Anticosti angekommen. Was ich sagen wollte, mit so einem kleinen Kanonenboot, was wir eben ja, mehrmals besiegt haben. Wir treffen euch am Fort. Die gab es ja tatsächlich damals. Und dann in solchen Wellen und daher unterwegs zu sein, das. Guck mal, jetzt kommt ja so ein Schneesturm. Dann richtige Wellen und was weiß ich, also, boah. Wenn man sich heute mal irgendeine Doku anguckt, sagen wir mal, Fischer irgendwie in Alaska oder sowas, da sieht man schon mal, was das für heftige Wellen sind. Und dann mit so einem kleinen Holzboot durch solche Wellen, ich glaube nicht, dass das viele überlebt haben damals. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder auch auf den Netzen. Also die sind ja dann immer diese Seile bei den Piraten hochgeklettert und wenn dann auch Wellen kommen, der Ausguck da oben, der hatte das nicht schön angenehm, kann ich mir nicht vorstellen. Nun, wie läuft der Plan? Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgebaut. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten.
Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, so wie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Rosebeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch ja, Sir. Und wieder 100%. Wo ist dann die nächste Mission? Sorry. Aha. River Valley. Okay. Dann laufe ich mal schnell zum Schiff. So kleine... Alter, was war denn jetzt mit meiner Stimme los? So kleine Mini-Sammelsachen sammle ich jetzt nicht auf. Das habe ich auf meinem Hauptaccount, habe ich echt alles, jedes einzelne Fragment und jedes einzelne Sammelteil habe ich aufgesammelt. Nur um festzustellen, dass es nicht unbedingt eine Trophäe gibt. Na gut. Das war's dann auch mit der Folge Assassin's Creed Rogue. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal.